Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Terranigma. Ja, was gibt es zu erzählen? Außer, dass wir in den Cradle Eggs angekommen sind, die Nixon geholfen haben und Servas den Ring gebracht haben. Das war doch stichwortartig genug, oder? So, meine kleinen polligen Freunde, würde ich sagen, wir haben noch gar nicht den Drachenanker. Fuck. Oh, verdammt. Nein, da oben war auch noch etwas. Geilo, steilo, Alter. Ich komme hier nicht mal hoch, Alter. Fuck. Die Strömung ist so krass stark, Mann. Ich komme nicht hoch. Seht ihr das? Ich komme nicht hoch. Das scheiß Wasser zieht mich immer noch rein. Egal, wir holen uns erstmal. Fuck you. Du Arsch. Alter, du. Schön. Ich wurde vergiftet. Ja, schön. Ich kann nicht mehr das Select drücken. Wenn ich jetzt im Wasser krepiere, habe ich ein Problem. Ach, meine Schnipsel zu hören. Oh, verdammt. Das brauchst du jetzt nicht. Geil. Willst du mich verarschen? Ich habe kein einziges... Ey, wozu sind es Heilkräuter, wenn die nicht heilen? Muss ich wahrscheinlich doch den Heilzauber hier nutzen. Ermöglicht Flucht. Das ist dann gegen alle Krankheiten. Na toll. Ich darf mich hier nämlich nicht vergiften lassen, ja. Weil wenn man hier krepiert, hat man echt das Problem. Oh, fucking. Gut, okay, so. Dann geht's jetzt weiter. Drachenanker. Na los. Yippie. Zu euch komischen Tentakelviecher, Klubschaugenmonster, machen wir mal kalt. Hallo. Puff. Du willst sterben, hab ich gehört. Ah, mein Auge. Ah, fuck. So, hier ist kein Loch. Gut, okay. Vor allem, das hier ähnelt dem Ganzen ganz schön wie in dem allerersten Dungeon, die wir hatten. Na, was heißt allerersten? Der sechste Dungeon, sag ich mal. You asshole. Autsch. Haha, ey, was? Arsch. Arsch. Du bist der größte. Stirb! Ihr wart mein Verhängnis, ja. Ah, noch welche. Fuck. Mann! Genau, mach's auf. Pam. Der hat sowas von erlebt. Der hat den Tod regelrecht kommen sehen. Ehrlich gesagt, Leute, habe ich keinen Bock auf den Gegner. Auf die Gegner hier. Die sind nämlich alle so assihaft. So, zieht uns das jetzt schon nach unten? Nein. Okay. Was bekommen wir hier? $750. Genau. Als wenn wir das jetzt so nötig hätten. Aber die Blubberbläschen hier, kümmer kalt, Mann. Alter, du Arsch, du hast meine Achsen vertauscht, Mann. Verpiss dich. Du hast meine Achsen vertauscht, du Birne. Und wir sind gleich tot. Würde ich sagen, heilen wir uns wieder mal ganz schnell so unverbindlich. Dankeschön. So. Das rüsten wir jetzt nur aus, weil ich will ja nicht hier alles mit einmal verbraten. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wann wir angefangen haben. Wieder mal. Ich bin richtig unprofessionell, Leute, ja. Das seht ihr mal gar nicht.
Ah, okay, hier müssen wir das Wasser reinführen lassen. Oh, alle Bäder, puff. So richtig synchron zusammen explodiert. Hier ist auch noch eine Donnerkröte. Und hier ist auch noch eine. Vor allem Donnerkröte muss niesen. Okay, hier gibt's noch nichts. Aber hier ist etwas. Planetenbrecher. Okay. Stärke plus 43. Dein Name verrät einiges. Ja, also das hat nicht wirklich einen Status oder so. Ich finde, die hätten das so machen müssen. Wirksam gegen. Oh, der hat wieder meine. Oh, du Arsch, 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 Arsch. Piss dich, Mann. Schön. Jetzt ist meine Abwehr gesunken. Weil es auch so viel Spaß macht, ne? Naja, zumindest ist es trotzdem kaputt gegangen. Falle ich auch noch darunter, Alter. Ich fasse es nicht, Leute. So, erstmal Kristall holen. Ich liebe Schwimmen. Ich hasse es, wenn man schwimmen muss. Wirklich, Leute. Und du mach deine hässlichen Blütenscheiße Schnauze auf. Du mit deiner hässlichen Blütenschnauze. Alter, Alter. Na los, kommt. Kommt, wenn ihr euch traut. Bam. Die sind tot. Ich weiß, hat man nie gesehen, war. Klingt total dumm. Oben gibt es nichts, aber wir gucken mal hier an der Seite. Wir dürfen ja gleich wieder eine Götterknolle fressen. Den hätten wir zerfickt. So, da ist ein Eingang. Wir hätten auch runterspringen können, wäre einfacher gewesen. Verpiss dich, Mann, du... Toll, ich bin vergiftet, oder? Mit irgendwas hat er mich jetzt vergiftet hier. Hey Leute, der Boss kommt gleich. Ging aber relativ schnell, muss ich sagen. Eigentlich habe ich die Dungeon immer gehasst. Es hat wieder gestockt. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt flackert's hier millisekündlich von 50 FPS auf 49 PS und rückwärts und hin und her. Ich verstehe das hier irgendwie nicht. An einer bestimmten Stelle macht's klack und bleibt's einfach mal stehen. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, hier bin ich falsch. Wie er gerade rückwärts geschwommen ist. Nee, warte mal, wie hab ich das gemacht? Das Rückwärtsschwimmen war gerade übelst cool. Hier bin ich verkehrt. Ah, so war das. Ganz lange drücken. Und dann... Ach, hat wieder nicht geklappt. Ey, ich war hier doch richtig. Ich bin doch nicht bescheuert. Oder? Oder kommt da unten schon der Boss? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ja, hier kommt er schon. Hydroderon-Kröte quält den komischen Dinosaurier da. So, und er versucht uns natürlich zu helfen. Ist ja klar. Wir müssen natürlich uns davon nicht treffen lassen, weil... Ah, verdammt, hilf mir! Dankeschön. Dich machen wir mit links fertig. Ah, nein, machen wir nicht. Autsch. Oh, komm, hilf mir. Mann. Aua. Oh. Du hässliches Etwas. Du Arsch, Alter. Fressen erstmal was. Mann, stirb.
du sollst sterben. So, den Zimmer schon mal los. Den dürfen wir jetzt auch gleich los sein, hoffe ich. Okay. Das war ein Schlag in Schwarze. Wir haben es geschafft, Leute. Shit, ich habe vergessen zu safen, weil hier gibt es auch nämlich einen Bug. Da hängt sich das Spiel nämlich auch auf. Da müssen wir ziemlich aufpassen, was das angeht. Das steht mir jetzt schon wieder zu lang. Oh, wir haben es weggedrückt, scheiße. Ah. Gossi schaut Megax an. Ich habe einen Hornzauber bekommen. Dankeschön. Bist sehr nett. Dafür, dass du sehr gruselig aussiehst. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Probeflug stürzte ich in die Creed Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Ich versprach dir eine Belohnung. Also, komm mit mir. Ich zeig dir etwas. Vor allem, du versprachst mir eine Belohnung. Du hast nie was von Belohnung gequatscht. Du bist ein Freund von Perry? Niemand wurde verletzt. Doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakos Laden in Yamai begann, Metallteile aufzukaufen. Das hat eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Ich habe kein Metall mehr, um es zu verenden. Ich werde hierbleiben und will helfen. Sag es Perry, wenn du ihn siehst. Werde ich. Denn jetzt kommt die beschissenste, beknackteste, behessenste, hässlichste, ich sag mal, Folge sozusagen, wo wir, nach Burg Drachenfels gehen. Ich sagte, glaube ich, bereits schon mal, dass ich Burg Drachenfels überhaupt nicht ab kann. Und, Leute, habe ich eine Lust auf Burg Drachenfels. Aber wir müssen erstmal nach Asien fliegen. Fliegen. Segeln, sagen wir mal so. Asien, ich komme. Klick, klick. Klick, klick. Klick, 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 klick. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Obwohl, wir können ja mal hier... Schade. Vater, Vater, Vater. Vor allem, da ist ein Hafen. Wo keine Menschenseele wohnt, ist ein Hafen. Was ist hier? Wir werden es herausfinden. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Ah, ein Kristall. Dankeschön. Ich dachte aber nicht, dass das hier das einzige ist. Oder doch. Nur ein Kristall. Schön, dass die Welt uns mit Kristallen beflügelt. So, dann gehen wir mal wieder, würde ich sagen. Auf nach Burg Drachenfels. Hab ich eine Lust. Nee, halt, warte mal, Burg Drachenfels war nicht hier unten. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das war eigentlich ungewollt. Wo sind wir denn hier? Eine Kiste, Vitalixier, wetten? Nein, Knäter. Ich dachte, das war die Ecke, wo man Vitalixier bekommt. Wir müssen eh noch rumschöbern, ist mir gerade aufgefallen. Bei Burg Drachenfels brauchen wir die Turbostiefel. Oder Turbosandalen. Wollte ich eher sagen, Turbosandalen, weil sie sehen aus wie Sandalen. Mal gucken, was gibt es hier?
oder im Fels. Ah, okay, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Ja, genau. Nein, da kommen wir später hin, da müssen wir auch erst später hin. Obwohl, sorry Leute, obwohl, ich kann ja mal gucken, ob wir von dem Jungen da oben, der da steht, der da stehen dürfte, schon den Mondstein bekommen. Okay, hier oben steht keiner, also können wir den Mondstein auch nicht bekommen. Eieiei. Okay, ist nichts. Können wir ja weiterreisen, würde ich sagen. Auf nach Burg Drachenfels. Nein, noch nicht nach Burg Drachenfels. Wir müssen erstmal die Turbo-Treter suchen. Sind die vielleicht hier? Ich dachte, die sind hier. Zwei Kisten sagen viel. Ja. Turboschuhe. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, geh weg. Weg, 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 weg. Nein, weg. Und ein Vitalixier, glaube ich. Nein, auch wieder Knäter. Höck, puff. Das finde ich immer so lustig, wenn man das hier macht. Wie das dann immer gleich liegen bleibt. So. Burg Drachenfels in Yamai. Was? Wer bist du? Hier gibt es nichts mehr. Ich habe geschlossen. Was? Oh, Taco! Es gibt viele Krankheiten, doch ich kann sie alle heilen. Die Seele der Kranken ist der Schlüssel zur Heilung. Na, ah, ich muss doch erst, Füder, ach, ich weiß gar nicht, wie die eigentlich ausgesprochen wird. Ich sage eigentlich immer Füder. Wir verstecken uns hinter dem Schild. Ah, uns wird niemand sehen. Aber rein rechtlich sei das Schild sozusagen über... Also am Rand über das Haus stehen. Und, ich war gerade ein bisschen müde. Muss sie schützen. Melina, selbst wenn ich sterben sollte. Hey! Hier haben Männer keinen Zutritt, nur für Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihr nicht helfen. Leider. Doch, kann er. Nur das Problem ist, er hat kein Ginseng. Ohne Ginseng funktioniert die ganze Sache nicht. Eieiei. Wir sind am völlig falschen Laden hier. Das ist doch nicht normal. Ach ja, ich habe manchmal so meine Macken. Müsst ihr verstehen. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber, böser Traum, Träume plagte sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otakos Laden hat früher Ginseng verkauft, doch den gibt's nicht mehr. Leider auch ich bräuchte Ginseng. Wofür? Für deine Klatze oder was? Oh, Alter, mein Kiefer tut ganz schön weh, muss ich mal sagen, Leute. Was möchtest du? Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt,
Hast du noch etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Geschäft? Was meinst du damit? Ich habe einen Bruder, Wong. Einst waren wir Partner. Doch dann... Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er ja der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagte, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Wong. Ich mache mir große Sorgen um Wong. Ich gebe dir Ginseng, kümmere dich um Wong. Ich glaube, die Stimme passt viel mehr besser zu ihm. Wenn man böse tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Na klar. Du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder. Ich werde nach ihm sehen. Das tust du? Welche noble Zug? Das ist Ginseng. Es hilft gegen die Krankheit. Gib es weiter. Ginseng. Wir haben Ginseng erhalten. Was aussieht wie ein Rückgrat. Muss man mal sagen. La 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 la. Hallo. Oh, hier hast du Ginseng. Gib dies deiner Freundin, kranken Freundin. Sie soll es trinken. Das wird sie von ihren Albträumen befreien. Für alle Zeiten. Versuch es. Ich bin beim Arzt gewesen. Er sagt, dass die Kraft des Ginsengs den Albtraum von ihr nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man ihn besiegen? Was willst du tun? Ginseng geben. Ich muss etwas tun, sie leidet fürchterlich. Gibt Fühler das Ginseng? Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. Schweig! Der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tochter. Finde sie und sperre sie ein. Ich werde gnädig sein, Fühler, wenn der Bürgermeister uns weiterhilft. Frage ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit? Es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas? Fühler, du weißt nun, was geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greift an! Unterwerfung oder Tod! So ein hässlicher König, den hätte ich den Erdboden gleich gemacht, glaub mir. Ich verstehe. Schau nicht so leidend. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Ach so, Leute, ist euch mal ein Bug aufgefallen? Und zwar... Da, ihr seht ja die zwei Kisten. So. Wo wir da hinkamen. Dieses Ereignis war ja schon, wo wir da waren. Das Ereignis kann also nicht wiederholt sein, sozusagen. Das Ereignis kann sich ja nicht nachdem wir da waren abgespielt haben, sondern erst davor. Also dann frage ich mich, wieso die Kisten schon offen sind. Hä? Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren.
Vernichte uns. Oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen. Melina, beschütze unsere Tochter. Verzeiht. Ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Ich wüsste nicht... Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben schützen werde. Oh, das ist so einer der traurigsten Soundtracks. Was weißt du schon, Megax? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Das stimmt nicht. Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Taten nicht vergessen. Und nun? Willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß dich zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Terranigma Saat. So heißt dieser Soundtrack. Ihr könnt ihn gerne bei YouTube suchen. Gebt einfach ein Terranigma Saat SAD. Original Soundtrack oder Ost einfach ein. Und ja, der Soundtrack ist so geil, finde ich. Megas, Prinzessin, Burg Drachenfels, muss mich beeilen. Sie atmet jetzt viel gleichmäßiger und ist bald wieder gesund. Wow, alles durch mich, wa? Hey, da bist du ja! Ich habe dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Will geholfen. Du bist sogar bis Jamai gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir. Deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun hast du etwas entdeckt. Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Dinge hortet. Er scheint in die mysteriösen Vorgänge auf Drachenfels verwickelt zu sein. Auch ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht. Lass uns die Burg stürmen. Keine Gnade. Da. Wenn du dir das so einfach vorstellst, glaub mir, mein Junge, das ist nicht so einfach. Das ist das Schloss. Das Drachenschloss. Wirf ruhig mal einen Blick hin. Zum Starren ist keine Zeit. Weiter geht's. Alles klar, Bruder? Ich lenke sie ab und du schleichst dich in das Schloss hinein. Fertig und los. Ist mein Akku etwa leer? Ne, wollte schon sagen. Oh Leute, mir ist aufgefallen. Dieser Part ist hier bereits zu Ende. Und da würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part. Sollte der Part euch gefallen haben, einen Daumen hoch und
Ja, wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wollt ihr wieder nichts verpassen? Somit abonniert mich. Müsst ihr nicht. Könnt ihr, dürft ihr, wollt ihr. Das müsst ihr auf jeden Fall nicht. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.